Oh, ich hätte es mir denken sollen. Ich hätte das Eis direkt wegmachen müssen. Jetzt bin ich total hingefallen. Oh nein. Leute, hier ist wieder Wilma und ich habe hier mal wieder ein Update für euch. Also ich habe jetzt die erste Nacht in Brookhaven eigentlich ganz gut überstanden und mir gefällt es hier wirklich gut. Vielleicht bleibe ich sogar hier. Ich hatte ja zuerst überlegt, naja, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich ja auch total schnell wieder umswitchen und dann könnte ich ja auch einfach woanders hingehen. Aber bisher finde ich die Stadt eigentlich echt ganz schön und ich habe ja auch diesen Ole kennengelernt. Und fand ihn eigentlich ganz nett. Und er arbeitet in meinem Traumberuf und vielleicht öffnet mir das ja dort auch so ein paar Türen. Aber naja, ich wollte euch mein Haus mal noch fertig zeigen. Ich habe nämlich entdeckt, dass ich hier hinten... Huch! Oh, ich habe die Türen zugemacht. Ups. Oh, warum gehen denn meine Türen? Ah, jetzt. Oh, das ist eine Schiebetür. Ich dachte eigentlich, ich habe einen Pool. Habe ich keinen Pool? Doch, ich habe doch einen Pool. Hier ist der Pool. Ja, schaut mal, ich habe hier sogar einen Pool hinten im Garten. Also es fühlt sich schon gar nicht so anders an als zu Hause. Es ist zwar trotzdem immer noch nicht das Gleiche und ich glaube, das wird es auch ganz lange nicht sein, aber ich finde es hier schön und der Himmel ist auch schön. Die Sterne sind doch eh die gleichen und... Ich hoffe einfach, dass ich hier ganz schnell Freunde finde. Ich meine, Ole kenne ich ja schon, der ist ja echt nett. Und ich habe hier einen richtig coolen, riesengroßen Grill. Habt ihr den schon gesehen? Richtig cool. Oh, hi, schön, dass du mich besuchst. Hi. Ich bin, Wilma. Nein, ich, adoptiere niemanden. Ich bin hier noch ganz neu. Aha. So, aber ich glaube, ich nehme mir meinen Apfel und esse mal ein bisschen was. Hallo? 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 Ist da jemand? Oh, Wilma? Gott, ich glaube, da ist jemand an der Tür. Oh, das ist so Ole. Oh, sehe ich gut aus? Sehe ich gut aus? Okay. Oh, okay. Ja, hi, Ole, komm doch rein. Komm. Darf ich reinkommen, Wilma? Ja, die Tür ist offen. Hi, schön, dass du da bist. Ich, also, ich hab gesehen, willkommen du wohnst gegenüber von mir. Ich wollte einfach mal schauen, wie es dir geht und wollte mir dein Haus begutachten. Voll cool, das Haus. Danke. Habe ich neu. Ich habe auch einen Pool. Cool. Warst du beim Friseur? Oh, dir ist es aufgefallen. Oh, das finde ich gut, dass es dir aufgefallen ist. Ja, ich habe mir die Haare gefärbt. Findest du die so schick? Ja, yes, ist schick. Gefällt mir. Finde ich. Sieht toll aus. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe nur mal geschaut, was du hier so machst. Und ich wollte einfach mal schauen, wie es dir geht. Weil du hast ja beim letzten Mal mich angefragt gehabt. Weißt du noch, bezüglich dem Job? Ja, das stimmt. Also hast du dir das überlegt wegen dem Krankenpflegerin-Job? Ja, ich habe mir das überlegt und so eine Ausbildung kommt eventuell doch in Frage, wenn du dich halt gut anstellst. Oh, cool. Also ich kann dann da arbeiten. Dann ja, cool. Was wäre denn da noch nötig? Vielleicht sollten wir uns einfach mal unterhalten darüber. Ja. Wir können einen Kaffee trinken gehen oder so. Ja, liebend gerne können wir einen Kaffee trinken gehen. Okay, komm. Ich glaube, ich habe hier einen Kaffee irgendwo gesehen, aber das weißt du ja wahrscheinlich schon. Ja, dass es hier einen Kaffee ich weiß das. Ich weiß das alles wahrscheinlich peinlich. Schon. Oh, und das ist dein Haus? Das ist mein Haus. Das habe ich jetzt abgeschlossen. Da müssen wir jetzt nicht hingehen. Boah, das sieht ja auch krass aus. Ja, oder? Als Krankenpfleger verdiene ich schon ganz gut. Oh, okay. Oh, cool. Mann, ich bin immer so nervös, wenn ich Wilma sehe. Ich hoffe, es legt sich gleich wieder ein bisschen. So, ich glaube, das war ja irgendwo, Und Wilma, wie hast du... Ach, da. Wilma. Ja. Und wie war der erste Tag hier? Ach, ganz gut. Ich habe meine Heimat ein bisschen vermisst, aber eigentlich geht's mir ganz gut hier. Ich fand die Stadt ganz schön und ich habe mich ehrlicherweise auch gefreut, dich gleich kennengelernt zu haben und bin bisher ganz zufrieden hier. Ja, super, das freut mich doch.
Oh, war nicht hier gestern noch ein Café? Nee, ich glaube, du hast dich verlaufen. Oh, da drüben ist das Café. Es tut mir leid, das ist ein Diner. Genau. Das ist gar kein Café. Ist ein Diner, da können wir gerne was Kleines zu uns nehmen. Oh Mann. Brooks Diner ist das. Willst du draußen lieber was essen oder willst du drinnen? Oh, wir müssen uns, glaube ich, was zu essen holen, oder? Ich dachte, du wohnst hier schon lange. Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen nervös gerade. Tut mir leid. Ach, ist schon okay. Okay, ich nehme hier einen Kaffee. Ich glaube, nee, Hunger habe ich eigentlich nicht so. Das packe ich mal weg. Ich nehme ja auch so einen Kaffee. Ach, du willst dich drinnen hinsetzen? Ja, ich finde es draußen kann es immer anfangen zu regnen und das mag ich nicht so gerne. Ja gut, das stimmt. Oh nein, da ist wieder ein Pferd. Ich hoffe, diesmal bleibst du still sitzen, Wilma. Sag's mir doch vielleicht gar nicht. Natürlich bleibe ich sitzen. Wir wollten doch mal sprechen jetzt wegen des Jobs. Aber vielleicht kannst du mir erstmal ein bisschen was darüber erzählen, warum du Krankenpfleger geworden bist. Ja, also warum ich Krankenpfleger geworden bin, ich liebe es einfach, Menschen zu helfen und ich liebe es einfach, die Verantwortung zu übernehmen und wenn Menschen dann reinkommen, dann liebe ich es einfach, denen zu helfen, weißt du, das stillt so, das weckt etwas Gutes in mir, so dann fühle ich mich, als hätte ich was Positives vollbracht. Kennst du das Gefühl? Ja, das kenne ich, also deshalb will ich ja auch Krankenpflegerin werden, das ist der gleiche Grund, das ist ja toll. Oder? Ist schon echt ein tolles Gefühl. Und ja, ich habe mir halt Gedanken gemacht, weil auf den ersten Blick schienst du ja ganz nett zu sein. Und auf den zweiten hoffentlich auch. Ja, auf den zweiten natürlich auch. Und wenn du wirklich willst, dann kannst du bei uns die Ausbildung anfangen als Krankenpflegerin. Aber wie meinst du das denn, Ausbildung? Wie lange geht das denn? Ja, das geht schon ein paar Jährchen, ne? Was? Ja, das ist so 3 Jahre musst du da schon... Also oh, 2 Jahre Minimum. Läuft hier öfter jemand Minimum auf dem Tisch rum? Ich glaube, wir haben uns falsch verstanden. Ich wollte eigentlich einfach anfangen zu arbeiten. Ich wusste nicht, dass ich dafür erst eine Ausbildung machen muss. Ja, aber du musst doch erstmal alles lernen und so. Du kannst ja nicht einfach einsteigen. Ich meine, ich kann dich doch nicht einfach an die Patienten lassen ohne eine richtige Ausbildung. Das geht ja nicht. Ach so, aber ich dachte schon, dass das geht. Nee. Also, da bist du aber komplett falsch. Ich meine, du musst 3 Jahre schon die Ausbildung machen. Weil, schau mal, wenn ein Patient reinkommt und sagt, ich habe Bauchschmerzen, was machst du dann? Da kannst du nicht einfach sagen, okay, ich verschreibe dir jetzt eine Tablette gegen Bauchschmerzen. Das geht nicht. Du musst ihn untersuchen, du musst schauen, wo es ihm, was ihm aber fehlt. Aber das mache ich doch nicht, das macht doch der Arzt. Ja, aber ich gut, dachte, ein Krankenpfleger... Ich mache nur das, was der Arzt mir dann aufträgt. Also, ja gut, das ist ja auch, egal. Dann, ich glaube, dann ist das vielleicht doch nicht unbedingt was für mich, aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis dann, wir sehen uns. Das war's schon, Wilma? Ich muss noch wohin, ciao. Ja gut, dann gehe ich arbeiten. Also Leute, ich glaube, also ich verstehe schon, dass man da eine Ausbildung machen muss, das ist ja auch ein anspruchsvoller Job, aber... Ich brauche doch gleich was und ich brauche auch gleich einen richtig festen Job. Und ich habe auch irgendwie gar nicht das Gefühl, dass Ole mich kennenlernen wollte. Der wollte mir, glaube ich, einfach nur diese Ausbildung andrehen. Und ich glaube, der wollte einfach nur, dass ich jetzt dahin komme und dann 3 Jahre lang dort... Ach, Mist. Na, dann muss ich mir was anderes suchen. Dann muss mein Traumberuf wohl erstmal warten, weil ich kann es mir leider gerade... Ich kann es mir gerade leider überhaupt nicht erlauben, nicht Vollzeit arbeiten zu gehen. Ein Ausbildungsgehalt ist halt auch nicht so hoch und... Ach Mann. Ich frag hier einfach mal rum. Hi! Ich bin Wilma. Ist denn hier jemand? Oh, hier ist niemand. Hier hinten vielleicht? Hier ist der Pausenraum. Ich glaube, da will ich gar nicht erst stören. Puh. The Mayor's Office. Oh nein, The Mayor's Office. Club Brooks. Was ist denn da drin? Oh, hier ist eine Bar. Das ist ja auch cool. Also hier könnte ich es mir auch vorstellen, aber da habe ich so späte Arbeitszeiten. Ich glaube, das gefällt mir auch nicht so gut. Hi. Ich wollte fragen, ob ich hier... Oh, hier ist auch niemand da. Hm.
Hier ist irgendwie nirgends jemand am Arbeiten. Das ist schon wirklich seltsam. Aber, oh, Eis? Also ich glaube, in einem Eiscremeladen könnte ich total gut arbeiten. Und jeder liebt Eiscreme. Also ich glaube, ich kenne auch jede Sorte Eiscreme, die es so gibt. Das sollte ich auf jeden Fall hinbekommen. Hier sind sogar Jobausschreibungen. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Bekomme ich hier auch eine Uniform oder sowas? Ja. Oder nicht? Oh, ich glaube. Oh, hier gibt's keine Uniform. Nope, ich glaube, hier gibt's keine Uniform. Oh, oder doch, das hier. Das sieht doch. Doch, okay, das sieht richtig aus. Hier drin sollte ich auf jeden Fall Eis verkaufen. Okay, dann warte ich mal, bis jemand kommt. Wir haben heute Chocolate, Vanilla, Birthday Cake, Bubblegum und Mintchip. Also irgendwie kommt hier keiner. Ich glaube, ich gönne mir mal selber eine Kugel Eis. Ich glaube Schokolade. Ich glaube, ich mag Schokolade am liebsten. Mmh, ach, lecker. Fantastisch. Schokolade ist wirklich das beste Eis. Puh. Ach, hier ist ja, glaube ich, das Register. Da muss ich doch bestimmt auch irgendwas eintippen. Ah, ich hätte direkt mal aufpassen sollen. Naja. So. Okay. Ach, Mist, jetzt ist mir hier das Eis runter. Das kann ich später wegmachen. Das kann ich später wegmachen. Ich gehe mal kurz nach hinten. Vielleicht ist da noch jemand. Huch. Hi, ist hier jemand? Nicht? Okay, dann ist hier wohl niemand. Irgendwie komisch. Es ist so leer alles. Dann gehe ich hier mal wieder rein. Au! Ah! Au! Mist! Mist! Oh, ich hätte es mir denken sollen. Ich hätte das Eis direkt wegmachen müssen. Jetzt bin ich total hingefallen. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, was mache ich denn jetzt? Oh. Nicht aufstehen, glaube ich. Ich sollte auf gar keinen Fall aufstehen. Ich glaube, ich habe mein Handy. Ja, hier. Ja, hallo, Ola am Apparat. Wer ist denn da? Oh, hi, Ole, hier ist Wilma. Wilma? Ja, falls du nicht mehr weißt, wer ich bin, ist überhaupt kein Problem. Doch, ich weiß, wer du bist, Wilma. So schnell habe ich dich nicht vergessen. Folgendes, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Könntest du vielleicht einfach jemanden herschicken, ihnen einen Notruf wagen oder sowas zum Eisladen? Zum Eisladen? Was denn passiert? Bin hingefallen auf den Kopf und ich traue mich nicht aufzustehen. Also mir tut extrem der Kopf weh und ich glaube, ich habe eine kleine Platzwunde am Kopf. Oh nein, Wilma, weißt du was? Bleib am besten noch liegen. Ich schicke dir sofort jemanden rüber. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Oh, ich bin auch so dusselig. Das wollte ich eigentlich nicht, dass das hier wieder durchkommt, aber ich bin so ein riesengroßer Schussel. Mir passiert ständig sowas. Ich habe doch gerade noch gesagt, ich mache das Eis später weg und dann habe ich es schon wieder vergessen und dann falle ich natürlich direkt hin. Toll, mir passiert ständig sowas. Aber mich wundert es ja auch überhaupt nicht. Ich glaube, das ist vererbbar. Meine Eltern sind auch so riesengroße Schussel. Ich hätte vielleicht einfach zu Hause bleiben sollen. Aber da hat es mir nicht mehr gefallen. Ich meine...
Da sind Sachen vorgefallen und da will ich auch nicht mehr zurück. Auch wenn ich alles hatte, was man sich so vorstellen kann. Also, ich habe euch ja noch nicht verraten, wo ich herkomme und warum ich hier bin, aber ich hatte wirklich alles. Und jetzt liege ich hier in der Eisdiele mit einem angehauenen Kopf. Wilma, hallo? Wo bist du, Wilma? Ole, hi, ich bin hier hinten. Wo denn? Hinter dem Tresen. Hinter dem Tresen? Was machst du denn da? Warum bist du denn gestürzt? Oh nein, ich komme zu dir. Ich bin auf meinem Schokoeis ausgerutscht, das ich gar nicht hätte essen dürfen, weil... Naja. Bleib auch am besten so liegen, Wilma. Ich muss erstmal schauen, ob es dir überhaupt gut geht. Oh, ich sehe gerade, du kannst auch kaum aufstehen, oder? Nein, ich nicht wirklich. Hast du vielleicht eine Trage dabei? Ja, ich gehe mal kurz zum Wagen. Oh nein, ich komme sofort. Oh, ist das Ganze wegen mir passiert? Ich hoffe doch nicht, weil ich sie abgewiesen habe im Krankenhaus. Das ist jetzt hier ausgerutscht. Das ist alles, glaube ich, meine Schuld. Das fand ich nicht so praktisch. So. Wie lange braucht Ole denn? Mir tut so der Kopf weh. Oh Mann, ey. Es tut mir leid, Wilma, aber das Problem ist, ich bin heute alleine da und ich habe heute alleine Schicht, das ist das Problem. Es tut mir leid, dass ich dir dann damit auf die Nerven gehen muss. Nein, tust du nicht. Wilma, kannst du denn wenigstens hier drauf gehen? Top, das ist schon mal super. So, jetzt fahre ich dich hier raus. Oh, ist das peinlich. Och, ganz vorsichtig. So, Wilma, dann musst du jetzt hier einmal rein. So, jetzt musst du dich einmal umsetzen. So. Ups, hoch. Ich bin hier rausgefallen. So, super, Wilma. Da war noch nie irgendwas so peinlich. So, Wilma. Sitzt du auch drinne? Ja, ich sitze. So, jetzt fahre ich uns mal ins Krankenhaus. Das ist peinlich, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich musste einfach von Ole abgeholt werden. Wie peinlich. Und jetzt muss der mich ins Krankenhaus fahren. Oh, na, das ist ja echt ein toller Start. So, ich komme sofort, Wilma. Warte. Jetzt weißt du doch direkt, was ich für ein Schussel bin. Mist. Einen Moment. So, Wilma, jetzt einmal bitte hier drauf. Oh Mann, Ole, ich kann dir gar nicht sagen, wie peinlich mir das gerade alles ist. Du, das musst du nicht peinlich sein. Ich fühle mich da nicht schuldig, weil ich habe dich ja vom Krankenhaus abgewiesen. Dann hast du nur wegen mir diesen neuen Job angefangen. Nein, also das war ja meine Entscheidung. Ich hätte mir das vorher genauer anschauen müssen. So, wahrscheinlich hast du was am Kopf. Wir müssen ein Kopf-CT machen. Okay. Das heißt, du musst in die MRT leider. Es tut mir leid. Okay. Ich weiß gar nicht, was das alles bedeutet, aber das muss ich ja auch nicht. Ich vertraue dir einfach mal. Gut, das würdest du alles lernen. So, hier sind wir auch. Du musst dich einmal hier hineinlegen. Schon wieder umlegen. Wilma. Okay. Es tut mir leid, Wilma. Okay, oh Mann. So, und ich schau gleich, was Kopf, du hast. Ey. Aber jetzt ganz still sitzen bleiben. Und Wilma? Ah, okay, ich sehe es. Steig drauf. Mhm. Okay, Wilma, du hast eine leichte Gehirnerschütterung, aber du musst eventuell einen Tag oder eine Nacht hier bleiben, aber das Ganze verheilt wieder. Okay, also es ist nicht so schlimm, oder? Naja, doch, es ist schon schlimm und vor allem, ich fühle mich auch so schuldig. Ich habe jetzt so Schuldgefühle. Es tut mir leid, Wilma. Okay. Kein Problem, ist nicht deine Schuld, wie gesagt, aber danke, dass du dich um mich gekümmert hast und so. Das Wilma, ist super. Wenn nett. Du was brauchst, ich bin vorne. Du musst einfach nur auf den Schalter drücken, dann komme ich sofort drüber oder ruf mich einfach. Danke schön, Ole, das ist super nett von dir. Ich bleib jetzt einfach liegen und schlaf ein bisschen. Okay, bis dann, Wilma. Bis dann. Und versuche, mit diesem peinlichen Tag klarzukommen. Oh Mann, ey. Wie peinlich war das denn gerade? Na gut, ich glaube, ich werde jetzt mal meinen Blog weiterschreiben und dann... Ja, Leute, also der zweite Tag heute war nicht so erfolgreich. Der erste war irgendwie besser, aber so ist das Leben nun mal. Es geht nicht immer nur bergauf und... Ich glaube, das kennt jeder von euch, oder? Ciao!